Ablauf ganz kurz für die Regatta. Ihr habt alles Programm bekommen, Ausschreibung, Segelanweisung. Änderungen haben wir bisher zwei gemacht, eine Ergänzung zur Segelanweisung, und zwar eine Kursänderung, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Und wir haben gerade eben ganz frisch noch einmal ganz kurz eine Änderung zur Startlinie gemacht. Ja, also wie kommst du dazu, hier mitzusegeln? Torge hat mich gestern angesprochen und meine, ich sollte mal schon mit Spielen herstellen. Ja, also ich habe die Facebook-Aktion gesehen und ich habe auch die Homepage schon angeguckt. Hause, und ich fand das sehr überzeugend und dachte mir, da muss ich unbedingt mitmachen. Das ist schön. Und was erwartest du von der Veranstaltung? Auf jeden Fall viel Spaß zu haben und mehr Leute kennenzulernen. Oh, ich merke schon, ihr seid ehrgeizig. Ja, dann wünsche ich euch. Also das ganze Boot ist leicht gemacht. Super. Ja, gibt ja schöne Preise. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ziel heute? Einfach, im Moment ist nur der Spaß steht im Vordergrund, weil es ist unsere erste 420er Regatta. Thank you.
bestimmt eine Erwartung an den Start gelegt. Wurde diese Erwartung erfüllt oder eher nicht? Naja, die Teilnehmer sind relativ schlecht gestartet. Somit hatten wir auf dem Startschiff keine Frühstarts, also auch keine Arbeit. Das ist schön. Haben Sie ansonsten irgendwas zu bemängeln gehabt? Nein, ich habe nichts zu bemängeln gehabt. Ich finde, das ist eine tolle Veranstaltung. Sehr gut geplant, schön viele Schiffe am Start. Freut mich. Haben Sie schon irgendwie eine Zeit, mit der Sie rechnen, wie die Menschen ins Ziel fahren? Ich denke, der Kurs sind ungefähr 9,5 Seemeilen. Das müsste in 2 Stunden gut zu schaffen sein. Also sind wir pünktlich um 18 Uhr zum Freibier wieder da. Vielen Dank.
voll aufgeregt und weitergesegelt. Ja, super. Und kurz, war der zu lang oder war der richtig? Also, es war in Ordnung. War in Ordnung. Ja, weil wir wussten nicht, wie lange wir machen, weil wir halt gucken mussten, wegen den Dickschiffen und wegen den Piraten. Also, Jollen. Und wir auch nicht wollten, dass trotzdem noch alle irgendwie auf einer Bahn segeln können. Ja. Also, ich hätte gedacht, dass die Dickschiffe schneller sind. Wir auch. Ja, mein Arsch ist auch. Ja. War der kurz lang genug? Auf jeden Fall. Also auch nicht zu kurz oder sowas, ne? Ja, lang genug war und recht anstrengend bei dem Kreuz. Ja, okay. Ansonsten war das super. Für uns mit der Wettbewerb noch mal zu denken. Also wir haben auf jeden Fall unseren Gegner. Peter ist von dem Platz gemacht. Das ist gut. Good. Yeah.